So, kommen wir mal zu einem Cashflow-Tipp. Und zwar gibt es immer wieder Situationen im Leben, wo man genau weiß, wenn ich diese Aktivität durchführe, dann wird es super erfolgreich. Aber es gibt so einen Teufel hier auf der Schulter, der sagt, ach komm, lass das mal lieber sein, das ist doch nicht notwendig jetzt. Man muss den inneren Schweinehund überwinden, ob das im Fitnessstudio ist, im Business, wenn ich eine Frau oder einen Mann ansprechen will. Ja. Es spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, Aktionen bringen Ergebnisse. Und nur wenn du positive Ergebnisse produzierst, dann bekommst du auch positiven Cashflow. Und jetzt ist es wichtig, wie kann ich mich selbst manipulieren, auch Dinge zu machen, über meinen Schatten zu springen. Ich sage dir was, wie ich das in der Vergangenheit immer gemacht habe, wie es mein Mentor mir beigebracht hat. Und zwar, wenn es irgendeine Situation gab, wo ich wusste, die ist relevant und wichtig, dass ich dieses Ziel auf jeden Fall erreiche. Und dann gibt es einfach Dinge, die man bisher noch nicht gemacht hat, wo man vielleicht Angst hat. Warum hat man Angst? Weil die Fähigkeiten noch nicht gut genug sind, weil man hat ja nur vor Dingen Angst, die man bisher noch nicht gemacht hat. Hast du schon mal einen Fallschirmsprung gemacht? Nein. Hast du Angst, wenn du dran denkst? Vielleicht. Warum hast du Angst? Weil du es noch nie gemacht hast. Obwohl du genau weißt, dass der Fallschirm geht in der Regel immer auf. Das Ausfallrisiko, dass der Fallschirm nicht aufgeht, ist geringer, als dass du morgen irgendwie vom Bus angefahren wirst. Und das ist das Interessante bei der Sache. Und dementsprechend habe ich immer gesagt, zwei Dinge. Das erste, wenn ich das jetzt mache, dann schaffe ich alles zu 100% in meinem Leben. Wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich zu 40 Jahre, bin ich Bauarbeiter oder irgendwas, irgendeinen Job, den du nicht machen möchtest. Warum ist es clever, das so zu sagen? Auf der einen Seite sagst du, wenn ich das jetzt mache, schaffe ich alles in meinem Leben, das heißt, ich strebe nach Glück. Und auf der anderen Seite sagst du, wenn ich das nicht mache, bin ich 40 Jahre Bauarbeiter oder werde 40 Jahre Bauarbeiter. Das heißt, Unglück vermeiden, der Schmerz ist groß. Und dann sage ich sofort, 5, 4, 3, 2, 1, go! Just do it. Und wenn du das so runterzählst, dann startest du wie eine Rakete, bist sofort aktiv, kommst aus dem Startblock raus und dann ist diese Energie dahinter, das sofort zu tun, just do it, ja, dann ist einfach so explosionsartig, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, oh, was für Risiken gibt es, was könnte es sein, wenn es nicht funktioniert, spielt keine Rolle. Es geht einfach darum, auch diese Dinge zu machen, zu 100% durchzuziehen, weil, sind wir ehrlich, die größten Erfolge bringen die Sachen, wo man aktuell vielleicht keine Lust hat, wo der innere Schweinehund sagt, komm, der andere Weg ist doch angenehmer, aber hey, außergewöhnliche Ergebnisse erzielst du immer nur, wenn du außergewöhnliche Aktionen machst und auch Dinge machst, die du bisher noch nie getan hast. Es gibt ja diesen Leitspruch, wenn du andere Ergebnisse willst und genau das Gleiche machst wie vorher, dann wird sich einfach nie was ändern. Das heißt, wenn du außergewöhnliche Ergebnisse erzielen willst, musst du Dinge tun, die du bisher in deinem Leben noch niemals gemacht hast. Ja? Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann abonniere die Glocke, gib mal einen Kommentar, sag mal, was du für Tricks hast und dann freue ich mich, von dir wieder zu hören. In diesem Sinne, dein Tobias Redhaber, Cashflow-Experte Nummer 1.